willkommen am Shendao Hu. Wir haben dieses Wochenende etwas ganz Besonderes vor, und zwar wollen wir tauchen gehen, und zwar hier. Der Shendao See ist unter anderem auch als See der 1000 Inseln bekannt und ist vor allem so groß geworden, weil hier vor 60 Jahren die Regierung eine Staustufe gebaut hat, also einen Staudamm eigentlich, und dadurch der Großteil der Landschaft überflutet wurde. Natürlich gab es auch Dörfer damals und man hat die Bewohner umquartiert auf die höheren Berge. Und was wir unter anderem sehen werden in unseren Tauchgängen, hoffentlich, wir wissen es noch nicht genau, sind auf jeden Fall diese alten Dörfer, vielleicht auch Tempelanlagen, die hier unter der Wasseroberfläche sind. Insgesamt haben wir 4 Tauchgänge geplant, 2 am Samstag, 2 am Sonntag, und der erste Tauchgang wird erstmal so ein Übungstauchgang sein, auch für die Tauchlehrer hier, vom Big Blue Diving aus Shanghai zu testen oder zu sehen, wie wir uns so machen. Und ja, dann geht es heute Mittag dann schon beim zweiten Tauchgang Richtung See und richtig runter dann zu einem alten Gebäude schon mal. Das Mittagessen ist auch frisch und direkt nah bei der Küche. Zeigen, was ich eigentlich anhabe hier, denn obwohl es gar nicht so aussieht, sind es wirklich draußen 28 Grad und an der Wasseroberfläche sind es 26 Grad, aber natürlich, je tiefer man geht, desto kälter wird es auch. Also ich schätze mal, wo wir jetzt so auf 30 Meter waren, waren es so 14, 16 Grad und deswegen muss man sich natürlich auch entsprechend warm anziehen. Ich persönlich habe jetzt hier zum Tauchen im See Folgendes an. Ich habe ein Bikini an, darüber dieses Tauchshirt, was ich auch sonst immer anziehe, ehrlich gesagt, und darüber einen 5 mm Wetsuit, der ist auch lang, denn darüber habe ich meinen normalen 4 mm Wetsuit, und damit der Kopf gut geschützt ist, denn ihr wisst ja, die meiste Energie oder Wärme wird ja eigentlich durch den Kopf ausgetauscht oder abgestrahlt, habe ich jetzt hier noch so eine Maske,
die auch länger ist, dass ich die hier bis in den Anzug eigentlich reinpacken kann. Das hält noch mal ein bisschen wärmer. Dann für die Hände habe ich ganz normale Handschuhe, die sind sogar Sharkskin. Ich packe euch am besten die Produktbeschreibung oder die Links unten in die Infobox. Und dann habe ich ja immer das Problem, dass ich ja mit den Flossen immer denke, ja, ich mag eher diese normalen Flossen, nicht so technische Flossen. Und da habe ich jetzt folgende Lösung für gefunden. Und zwar gibt es von Cressy so Tauchsocken. Die fand ich jetzt eigentlich ganz gut, hat auch sehr gut gehalten, also sehr gut gepasst. Ich habe ehrlich gesagt unten auf 30 Meter jetzt gar nicht so starke Kälte gefühlt. Das war nur am Anfang ein bisschen schlimm, wo man so die Luft mal anhält, aber so eigentlich ging's. Und ja, ich denke mal, wenn sonst die Sonne noch rauskommt, wäre es eigentlich noch schöner, aber auch so mit 28 Grad Außentemperatur ist es doch auszuhalten. So, der erste Tag Tauchen im Qiandao-See hier in China ist jetzt vorbei und ich muss sagen, dass es doch schon eine sehr große Herausforderung ist. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es doch so kalt ist und dass man wirklich so wenig sieht. Nichtsdestotrotz will ich mich morgen auch noch mal ein bisschen überraschen lassen, gehe jetzt auch früh ins Bett, da drüben wird noch Karaoke gesungen und was mich morgen erwartet, seht ihr dann im nächsten Video.